Den Zwölfen zum Gruß und willkommen zurück bei Drakensagen. Ja, wir sind in der eigenen Hütte. Das ist super. Und ich würde mal gerne sehen, was die Gwendala zu bieten hat. Deswegen verabschieden wir uns mal ganz kurz von der guten. Was gibt's denn Spannendes? Von der guten Gladys. Wartet in meinem Pferdergartenwesen auf mich. Ich werde mich melden, sobald ich eurer Hilfe bedarf. Ach, das ist doch langweilig. Aber na gut, wenn's denn sein muss, warte ich dort. Bis dann, aber schont die Nerven des Hausverwalters. Alles klar. Ja, ich meine. Sanyasala Feyama. Genau. Was wünscht ihr? Kommt mit. Neue Abenteuer warten auf uns. Wundervoll. Ich komme gerne mit. Das ist gut. So, jetzt mal schauen. Was kann sie denn? Elfenhandschuhe. Ups. Dünne Handschuhe aus Wildleder. Wildleder hat sie etwa gejagt. Na gut, sie ist ja auch eine Elfin, die jagen bestimmt. Hat sogar schon 755 Punkte. Abenteuerpunkte sind so etwa, was wir auch haben. Kurzes Elfenkleid mit anmutigen Mustern und Verzierungen aus dünnem Stoff. Interessant. Ja, sonst hat sie überhaupt gar nichts. Okay, die muss dann. Also sie hat die sie hergereist mit nichts als ihrem Kittel an. Okay, Tierkunde 11, Pflanzenkunde 11, Wildnisleben 11. Fallenstellen, darin ist er nicht so gut, aber lässt sich leicht steigern. Kategorie B, wie ich es mir dachte, Bogenbau. Bogenbau und Armbruster beschäftigen sich mit der Herstellung von Schusswaffen und sind die einzigen, die auf Spannung basierende Fernwaffen und die dazugehörigen Projektile bauen können. Vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Talent, die richtigen Rezepte und die nötigen Zutaten. Die Herstellung der Gegenstände erfolgt über einen festen Talentwert. Eine Probe wird nicht gewürfelt und so weiter und so fort. Das ist ein Beruf. Sinnesschärfe ist so ganz gut, Selbstbeherrschung nicht so, dafür kann sie gut schleichen. Ist ja so ein Äquivalent zur Gladys. Sozial, klar, als Elfe. Auelf, wie ich es mir dachte. Zauberweber, oh, sehr gut. Also sehr magisch unterwegs, die Frau. Wir haben zwei Hautraufs und zwei Magier. Mit der Gladys, die ist so ein Mittelding. Das Problem ist, man kann halt auf. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, man kann auf keinen Charakter verzichten. Wenn ich die einen rausschmeiße, fehlt die uns beim nächsten Mal. Wenn ich jetzt mir gleich die magischen Sachen angucke, wird mir wahrscheinlich sie fehlen, wenn man dann im nächsten Kampf sie wieder austauschen würde. Kann sich mit Gift aus gut, mit Heilkunde auch. Alle mal hergehört. Ja, das ist halt wie gesagt der Punkt. Wenn man weiß, was auf einen zukommt, dann hat man logischerweise schon die Möglichkeit, so ein bisschen gegenzusteuern. Sagen, aha, du wirst niemals in deinem ganzen Leben, wirst du Pflanzenkunde, Wildnisleben und Tierkunde erlernen. Das machen wir dann alles mit. Okay. Mit der Gwendala, deren Atem ruhig geht. Leider kann ich nicht anklicken, was das nochmal genau ist. Zauberweber. Ja, was ist denn das noch gleich? Man weiß es nicht. Kampftalente, genau. Gucken wir erstmal da. Fechtwaffen so ein bisschen. Ja. Wir haben ja gute. Ach ja, hätte ich mal das Rapier und den. Was auch immer rausgepackt. Degen. Hätte sie jetzt eine Waffe. Ich wusste nicht, dass sie gar nichts bei sich trägt. Na, von mir aus. Natürlich Bogen ist so die Hauptgeschichte für sie. Ganz logisch. Hat auch einen sehr hohen Attackewert schon. Dafür, dass sie nur 8 hat. Ah ne, das ist Standard. Okay. Fernkampfbasis ist recht hoch. Sie hat, was hatten sie? Fingerfertigkeit 15. Okay, die kann man auch zur Diebin machen. Ja, Gewandtheit ist bei ihr, ehrlich gesagt, ein bisschen mies. Die ist. Okay. Ist nicht so gut. Ist das nicht irgendwie körperliche Bewegung, schnelle Reaktion, Reflexe, eine gute Einschätzung der eigenen Armreichweite, Sprungkraft sowie Tätigkeiten, die sich bei hoher Gewandtheit in geschmeidigen Bewegungen äußern? Ich denke mal, die müssen doch super geschmeidig sein. Naja, ist vielleicht aber eine Elfe einfach nur tollpatschig, aber eine sehr, sehr hohe Intuition. Richtige Entscheidung zu treffen, vorher lange zu überlegen, eine schnelle Einschätzung von Personen, Situationen und so weiter. Ein gutes Einfühlungsvermögen in Personen. Sonderfertigkeiten hat sie. Gezielter Schuss, Pfeilhagel, das war klar. Ich dachte, sie wären Scharfschütze, aber immerhin. Zwei Pfeile werden verschossen, Gegner erhält -4 auf das Ausweichen. Okay. Das heißt, Rüstung ist egal, aber ausweichen kann er den Zweihand nicht so gut. Kostet 20 Ausdauerpunkte, wir haben 30. Ja, kann man nicht so oft einsetzen. Gezielter Schuss hingegen kennen wir schon. Da wird die Rüstungsklasse halbiert. Und ausweichen hat sie natürlich
Oh, sogar Ausweichen 2. Ah, er hält mit dieser Sonderfertigkeit, ist erfahren darin, sich auf seine Beweglichkeit im Kampf zu konzentrieren und ist in der Lage, Angriffen gezielt auszuweichen, anstatt sie mit seiner Waffe oder dem Schild zu parieren. Ja, das ist halt besonders gut, weil sie recht flink sein muss, weil sie sollte keine Rüstungen tragen, keine schweren, denn das behindert sie nur. Moment, 1W minus, achso, weil sie so schwach ist. Schaden der Waffe, eventuell Körperkraftzuschlag, der wird ja hier abgezogen. Körperkraft 10, die ist also auch ein Witz. Ja, dafür ist sie. Was macht denn bitte die Klugheit, der ganz Charisma? Fingerfertigkeit hat dann wahrscheinlich was mit Bogenschießerei zu tun, oder? Wir schauen mal. Kritikum von Bogen fällt einiges an Übungen. Ja, ja, Spezialzeug und so weiter. Fernkampfbasis, Intuition, Fingerfertigkeit und Körperkraft, genau. Intuition hat sie ja schon 16, Fingerfertigkeit 15. Das einzige Manko ist ihre Körperkraft. Da müsste man mal ein bisschen gegensteuern, aber schon gegengesteuert. Körperkraft 12 und sie kann auch die anderen Sachen lernen, wie Ausdauer und so weiter. Okay. So, Sonderfertigkeiten, ja, es ist sehr flink, die gute Zauber. Zack, direkt einen ganzen Sack voll. Und Sanftmut ist neu. Dieser Zauber beschwichtigt die Angriffslust eines Tieres, wobei es in vorübergehende Lethargie versetzt wird und von weiteren Angriffen ablässt. Das wird zaubertes Tier unterbricht den Kampf. Eine Minute lang. Okay, kostet nicht viel. Ist gar nicht mal schlecht. Hilfreiche Tatze ist quasi... Oh Mann, ich glaube... Ja, das ist quasi das Äquivalent zu unserem elementaren Diener. Der Elf ruft ein Tier aus der näheren Umgebung zu Hilfe. Dieses weicht ihm nicht von der Seite und unterstützt ihn sogar im Kampf. Ruft ein Tier hervor, Multiplikator, Art des Zaubers elfisch. Okay, Modifikator ist vom Level abhängig, nehme ich an. Genau, dann klicken wir es mal hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist richtig gut. Machen wir mal, oder? Was für ein Tier zauberst du denn herbei? Das war dumm. Vielleicht eine Katze? Und Armatrotz hat die auf 3, die sogar noch... Nee, ist genauso wie unsere. Ein Wolf ist es. Jetzt mal die... Jetzt geht's drum. Können wir beide. Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Das, muss ich sagen, finde ich halt wirklich traurig. Dass man nicht sagt, okay, 3 kann man nicht haben, aber 2 zumindest. Ich meine, hier hätte es noch Platz gehabt. Warum entweder oder? Das finde ich halt irgendwie ein bisschen dümmlich. Warum kann ich nicht beides haben? Das ist eine Sache, die begreife ich einfach nicht. Warum kann die nicht auch noch zusätzlich eins zaubern? Das finde ich nicht gut. Adlerauge Luchsenohr. Das gesamte Wahrnehmungsvermögen des Verzauberten wird so stark verbessert, dass alle Proben auf Sinnesschärfe um die Anzahl der verbliebenen Zauberfertigkeitspunkte erleichtert werden. Okay. Talent Sinnesschärfe plus 1 plus die Hälfte der Zauber. Fertigkeitspunkte. Mhm. Ja, ist also ganz gut. Würde ich mal sagen. Sinnesschärfe. Hilft das beim... Ah ne, Luchsenohr. Ah, genau. Da ist man ganz aufmerksam für 5 Minuten. Atropikasmat. Wo ist denn das mit... Hatte die nicht sowas? Oder war das im zweiten Teil? Wo man so einen Scharfschützenmodus einstellen kann? Irgendwie... Kommt später dazu, ich weiß es gar nicht. Wo man so gut zielen kann dann irgendwie? Weiß ich nicht. Blumbabum, schwerer Arm. Blumbumbarum. Dieser Zauber wirkt sich lähmend auf die Widersacher aus. Laufgeschwindigkeit auch. Und Angriffskraft werden gesenkt. Gegnerischer Angriff wird um ein Drittel der Zauberpunkte gesenkt. Für 30 Sekunden. Okay. Charisma, ja. Attributo Mut. Der Magier ruft aus der astralen Ebene nach mystischer Unterstützung, um seinen Mut für kurze Zeit zu verstärken. Es ist möglich, ein Attribut, ja und so weiter. Auch hier wieder der Standard. Attribut plus ein Drittel der Zauberfertigkeitspunkte plus 1. Mhm. Dann hat sie, glaube ich, 3, das heißt 2 Punkte, mindestens 1. Ah ja, ich verstehe. Hält 5 Minuten lang an. Mut. Jetzt die Frage, was genau... Ich habe es immer noch nicht so ganz begriffen, wofür Mut wirklich da ist. Die Fähigkeit, in kritischen Situationen schnell entschlossen zu handeln, Wagemut, Angst vor Neuem, Risiken,
Passiv angesetzt steht sowohl hohe Willenskraft, geistige Zähigkeit, sowohl im Widerstand gegen Zauberei, als auch, wenn es darum geht, Schrecknissen ins Auge zu sehen. Wahrscheinlich so eine Magieresistenz. Geht die dann vielleicht hoch? Mut und Klugheit und Konstitution. Ah. Lebensenergie spielt es keine Rolle. Bei Astralenergie spielt es eine Rolle. Habe ich dann mehr Astralenergie, wenn ich das auf mich zauber? Das möchte ich mal kurz testen. Na gut, das ist eins. Egal, wir versuchen es. Attributo Muto. Nein. Aber reicht wahrscheinlich noch nicht. Ein plus eins. Da brauchen wir vielleicht ein plus zehn. Hat sie spitze Ohren? Na, so. Ja, definitiv ein spitzes Ohr. Ja. Frage. Nehmen wir die mit oder nehmen wir sie nicht mit? Bogenbau. Die müsste erstmal einen eigenen Bogen bauen. Oder man müsste erstmal einkaufen gehen, um die einzudecken. Die nimmt auf jeden Fall den Bogen. Alles andere wäre totaler Quatsch. Höchstens Säbel, das wäre auch nicht schlecht. Nee. Speere wollte ich eigentlich sagen, aber nee. Oder Dolche, aber Dolche sind so kleine Stichwaffen. Fährst oder Dolche haben eine gerade weiß nicht geschliffene Klinge. Langdolch. Ja, die machen halt alle keinen Schaden. Das ist dann so ein, wenn es überhaupt hochkommt, ein Würfel oder so. Oder ein Würfel plus eins vielleicht mal. Oder auch mal nicht. Dann haben die geringere Sachen, wie 1W4 oder sowas. Moment, wir haben doch welche. Wir können mal gucken. Oder wir hatten zumindest. Genau, auch ein Würfel minus. Normal. Waffenboni, mit denen kann man halt nicht gut kämpfen. Diesen Quatsch eigentlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ein super schneller Charakter ganz toll. Mit denen. Sanftmut, ja, ist ja ganz nett. Gegner ein bisschen verlangsamen. Beziehungsweise auch die Angriffskraft reduzieren. Das ist natürlich super. Hat sich schon. Ja, um 2, oder? Genau, 6 durch 3 sind 2. 30 Sekunden lang gegnerische Angriffskraft. Also, die haben dann halt nicht mehr so wirklich Bock anzugreifen. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Klar, Armatrotz, dann wird es auch wieder nicht getroffen. Ist auch schon 6 Punkte drin. Ist ja ganz nett. Flammfunkel, die macht schön Licht und kann heilen. Ja, ich frage mich. Die hat auch fulminiertes Donnerkeil, genau wie die andere. Aber das hier, das nervt halt, dass man. Dass ich keine zwei gleichzeitig beschwören kann. Also im Grunde genommen ist sie einfach nur gut für Fernkampf. Punkt. Heilen kann die andere auch. Sie ist also eigentlich eine schlechtere Kladis mittlerweile. Ich meine, gut, die Tierkunde, Pflanzenkunde und so weiter, Werte sind nicht schlecht. Aber hier Selbstbeherrschung müsste man auch wieder hochdrücken, dass sie nicht gleich umkippt. Soziales hat die gar nicht. Ach ja, Feilschen fällt dann komplett raus. Dann wären wir wieder bei 0. Dann müssen wir wieder die vollen Preise zahlen. Beim Kaufen, Verkaufen. Verkaufen kriegt man nicht alles. Fallen stellen. Ja, ist ein bisschen schade, aber leider. Leider fällt die raus. Die gute Gwendala. Tja, Pech gehabt. Leider bist du nicht gut genug. Können wir mit sie selbst reden? Nein. Dann eben so rum. Sag du es ihr. Sanyasala Feyama. Finde ich was auch. Was wünscht ihr? Ich wünsche, dass du gehst. Nun gut. Nun gut. Und da steht sie wieder. Auf magische Weise. Ah, jetzt müssen wir wieder zu Grabe nicht zu Grabe kriechen. Zu Kreuze. Und sagen, ja, wir haben es versucht. Mit der guten Elfenfrau. Naja, ich meine, wir haben es ja nicht gemacht, dass sie uns. Linduin Schattentraum, möge dein Lied fortan befreit vom Zorn in allen Licht erklingen. Linduin Schattentraum. Wahnsinn. Steht jetzt beim Guano rum? Nee, beim. Ja. Interessant, dass sie auch nur solche Sprüche haben, wenn sie irgendwo rumstehen, oder? Was gibt's denn Spannendes? Lasst euch einfach überraschen. Kommt mit, Gladys. So, ist die Reihenfolge wieder wirr. Kann man nicht irgendwie vertaut? Nein, ist ja jetzt egal. So, wir sind hier fast fertig. Wir müssen doch den. Wo ist denn der Rakorum? Meister Rakorum oder Rakorium. Den suchen wir doch noch. Und wieso kann ich mir den Namen nicht merken? Es ist ein merkwürdiger Name. Ein Bugplanet. Oder ist der vielleicht oben in der Hütte? Schwachsinn, ne? Hungert er im Keller rum? Ach, Quatsch.
Herr Walter Wirwosch. Zu Diensten? Eine Frage noch, Wirwosch. Ja, Herren. Wo haben Sie meine Mitstreiter aufhalten? Anwesend erzählten wir darüber. Ich bin überzeugt, aber wen genau meint ihr denn? Gwendala. Ah, ihr meint sicher die liebreizende Elfe, die mir immer so nett im Garten aushilft. Eine sehr angenehme Person. Ihr findet sie draußen im Hof. Hm. Wieso mag er als Zwerg denn bitte eine Elfe? Da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas ist da faul. Ja, hm. Da soll man griff ins Klo. Was macht die denn da draußen? So, wo ist der Chef? Oder läuft jetzt uns die gute Streunerin über den Weg? Wahrscheinlich, ne? Wir warten gespannt. Ah, doch nichts passiert. Schade. Genau, Preistempel waren wir auch schon lange nicht mehr. Tempel des Preis. Können wir mal reingehen und schauen, ob es da was Neues gibt. Preisgeweihter. Praiodan. Praios möge euch erhellen. Wie kann ich euch helfen? Ehrwürdiger Geweihter, mein Name ist Lara Mansusoni und ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich, so fragt doch. Ach ja, der Devania, der Affe. Jetzt ja auch noch. Armando Laconda Davania ist ein hoch ehrenvoller und preisfürchtiger Mann. Früher war er ordentlicher Inquisitionsrat der Preiskirche in Ragaz und Verbündete der sieben Gezeichneten. Nach der Schlacht an der Trollpforte wurde er geheimer Inquisitionsrat und Hochgeweihter in Punin. 1028 nach Bosbarans Fall wurde er vom Heliodan zum neuen Großinquisitor ernannt. Wollt ihr mehr über ihn erfahren? Gern, ehrwürdiger, bitte erzählt. Als oberster Glaubenswächter und Frevler Jäger. Oh oh. Also Inquisition, ganz klar. Der Preiskirche. Und er sagt auch, wer der Frevler ist. Ja, wer ist der Ketzer? Du bist. Hab ich dich. Naja, der Preiskirche dient er bereits 6 Jahrzehnte. What? In der Inquisition. Ist eine Koryphäe in Fragen zu Schwarzmagie und Paktierern. Seine Heiligkeit bewahrt sich kirchenpolitisch eine erzkonservative Linie, geht jedoch weder starrsinnig noch fanatisch vor. Ja. Aber ABMs sind halt. Naja, da wird es manchem ganz warm ums Herz, schätze ich mal. Der Großinquisitor sieht es als seine heiligste Aufgabe an, die Seelen der Freveler zu retten, statt sie bloß zu richten. Ja klar. Und sieht gründliche Befragungen der Folter vor. Ja, okay. Aber ist natürlich immer, zeigt ihm die Instrumente, ist natürlich auch Teil der Befragung wahrscheinlich. So ein ganz leichtes Druckmittel. Und doch macht sich ein unangenehmes Gefühl breit, sobald in einem Dorf oder Schloss der Ruf ertönt, der Großinquisitor kommt. Das kann ich mir vorstellen. Vielen Dank, Ehrwürdiger. Treffen wir den hier etwa an? Haust er hier im Tempel? Ich weiß es gar nicht mehr. Tempel des Freiers. Toll, das sind große muskelgepackte Männer und Frauen. Sie sind geradlinig und haben die... Was für ein Prunkbau. Ich verstehe gar nicht, warum mich sonst nie jemand einlassen wollte. Was denn? Ob die Schale dort hinten aus Gold ist? Lass mal auf zu stehlen. Oh, schwer gerüstet im Gotteshaus. Könnt ihr mal die Waffen? Ganz kurz. So, vielleicht. Muss ja nicht sein, oder? Wir müssen es ja nicht darauf anlegen, hier rausgeschmissen zu werden. Können wir alle bestehlen? Nein, weil sie sitzen. Ganz klar, wer auf seiner Geldbörse sitzt, der hat Glück. Gilborn von Punin. Ach, das ist der Gilborn von Punin. Ja, jetzt erkenne ich es auch. Praios Geweihter, was hast du zu melden? Praios zum Gruße. Was ist euer Begehr? Wer ist dieser Gilborn von Punin, den diese Statue darstellt? Ihr wisst nicht, wer Gilborn von Punin ist? Doch, doch, wollte ich nur testen. Er ist Erzheiliger der Praioskirche und zudem der Schutzheilige gegen Zauberei. Ja, Zauberei finde ich auch böse, ganz schlecht. Wenn ihr nach Wissen dürstet, so könnt ihr in diesen Hallen noch mehr erfahren. Seht euch doch etwas um und lasst mich dann euer Wissen prüfen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Habe ich das je gemacht? Gut, ich werde mich umsehen, Herr Wittiger. Haben wir die Aufgabe nicht schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. 12 göttliche Unterweisungen. Haben wir das schon mal gemacht? Wo
Oder nicht? 12 göttliche Unterweisungen. Ja, da kann man nämlich schön lernen, mal schön seine Hausies machen. Und wenn man seine Hausies gemacht hat, dann kann man nämlich hier Meldung machen und dann darf man sich irgendwie testen lassen. Aber wir können mal nach den Quests schauen. Das muss ja eine der ersten gewesen sein. Diebische Aufnahmeprüfung, Jagdtrophäe, Bärensuche, schmackhafte Delikatesse, Kneipenschlägerei, Frage der Ehre, Diebesparcours. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das müsst ihr dann quasi mal studieren, oder? Ich glaube, da liegen mehrere Bücher in den Ecken. Ich schaue mich gerade nochmal um. Waren wir hier schon mal drin? Ich weiß es nicht. Aber ich war auch schon lange nicht mehr hier drin, deswegen sehe ich mich mal um. Jeremoran. Stimmt, das muss man dann zum Beispiel wissen. Der Herr, wer war Jeremoran? Der Herr von bla bla bla. Wer war göttlicher Gesetze und bla, ist es der Schellacher und so weiter. Jeremoran, Herr und Greif der wärmenden Stund. Folge den Strahlen und bringe das Licht auf Deres Scheib. Ja, Deres Scheib, Dere ist die, also die Scheibenwelt heißt Dere, auf der Aventurien stattfindet. Ist quasi die Welt. Schellacher, göttlicher des Gesetzes und der Gebote. Halte Wacht im Gefolge des Herrn und bewahre seine Weisheit. Darador, hundertfarbiger Drache des blendenden Lichts. Oh oh, als wir hier rein sind, hat sie auch geblendet. War es vielleicht Darador, der uns erschienen ist? Hatten wir eine Vision? Naja, hundertfarbiger Drache des blühenden Lichts, beschütze des Herrn Antlitz, auf das es immer wahrt. Ja. Urisha, wahre der Ordnung und des Gleichmaß, vernichte Gesetzlosigkeit und die Willkür des Wesens. Urisha, okay. Ja, das muss man sich dann wirklich alles einprägen. Achso, da ist die Kanzel oder was? Da war der Eingang in der Säule. Eigentlich ganz schick gemacht, oder? Das in so einer dicken, fetten Säule. Der Zugang ist... Und dann sprechen sie zu ihren... in allen vier Ecken. Sollen da irgendwelche Geweihten drin stecken? Naja, schauen wir uns mal weiter um. Tür. Aber kein Zugang, keine Gruft, kein gar nichts. Ich glaube, hier gibt es auch außerdem keine gesonderlichen, weiß nicht, Aufgaben oder so. Beranibor, hoher Drache, erhebe dich mit eisernem Flügelschlag und hüte die Gerechtigkeit im wachen Geiste. Ja, auch hier wieder alles mit Schlangen und Drachen voll, aber die sehen sich als was Gutes an, weil, ne, hat ja den Menschen erst das Aufstreben ermöglicht. König aller Greifen, behüte die Niederen und gebe ihnen Kraft, auf dass sie des Herrn Gebote Folge leisten. Horas, wahrer Sohn Ukuris, Adler und Rechtbringer, gebe Ordnung und Herrschaft da, wo Chaos herrsche. Ukuri, strahlender Falke, halte Wacht am Firmament, während deines Vaters... güldene Auge rot. Das wären 8. Dann noch 2 links, 2 rechts. Dann haben wir die 12. Ah, da ist nichts. Sonnenscheiben, auch da ist nichts. Wie kann das sein? Fehlen gleich 2. Aber es geht weiter. Da seid ihr ja wieder. Seid ihr bereit für meine Fragen? Nein. Komm, speichern mal ab und gucken. Sind wir es denn? Wenn ich das dann verloren wäre. Ja, das bin ich. Wer ist der Hüter des... Oh, Hüter des Sommers und Bringer des Lichts? Oh Mann. Keine Ahnung. Hallo, Urisha. Ich tendiere zu Jeremoran. Garfan... Oh Mann. Ich wähle mal Jeremoran. Ihr habt recht, ja selbstverständlich. Doch würde ich euer Wissen gerne mit einer weiteren Frage prüfen. So stellt eure Frage, Ehrwürdiger. Wer ist Ware von Ordnung und Gleichgewicht in unserer von Preis gesegneten Welt? Gleichgewicht. Urisha?
Für wahr, ihr habt recht. Oh, doch war dies erstmal eine zweite Frage. Könnt ihr auch die dritte beantworten? Auf keinen Fall. Ich will es versuchen, Ehrwürdiger. Wer ist der Beschützer der Sonnenscheibe? Verdammt. Beschützer der Sonnenscheibe. Ist auf der linken Seite. Garfana Branibor, oder? Garfan Branibor. Okori war rechts. Garfan Branibor. Branibor? Die Antwort ist nicht richtig. Nur wenigen. Könnte ich das wissen um die Götter in höherem Maße. Ihr müsst noch einiges lernen. Verdammt. Ich wette, das war hier drüben mit der Garafan war es dann, oder? Garafan. Ja, ist ein Jamoran? Ach, ich hätte nur das gedacht. Mit deres Scheib. Verdammt. Hat von der Gedanke, Schützer am Antlitz. Ware der Ordnung und Gleichmaß ist Urisha. Gesetzlosigkeit und die Willkür des Wesens. Hm. Nochmal versuchen? Ja, ich kann mir das jetzt nicht merken, alles. Jamoran, Herr und Greif, wir haben eine Stunde. Folge den Strahlen und bringe das Licht auf deres Scheib. Folge den Strahlen und bringe das Licht auf deres Scheib. Wir haben eine Stunde. Herr, ist dann die Sonne hier. Ja, Jamoran, Sonne. Schellerer, göttlicher Gesetz, Gebote, halt Wache im Gefolge des Herrn und bewahre seine Weisheit. Oh Gott. Gesetz und Gebot ist Schellacher. Jamoran ist hier Sonne und so. Schellacher ist Gesetz und Gebot. Darador. Beschützt das Herrn Antlitz, auf das es immer wart. Herrn Antlitz, hundertfarbiger Drache. Urisha. Auch wieder Ordnung und Gleichmaß. Schellacher ist Gesetz und Gebot. Oh Gott. Urisha ist halt Gleichheit. Ordnung, Gleichheit. Oh oh. Kann ich mir das merken? Ich glaube nicht. Aber wir gehen sie nochmal ab. Ja, komm, jetzt machen wir heute mal die Kirchensession. Kann ja auch mal ganz nett sein. Ich weiß nicht, ob wir es schon gemacht haben. Ich glaube nicht. Höchstens auf gut Glück mal die Sachen. Was Okuri? Strander Falke, halte Wacht dann für einen Moment während deines Vaters gülden Auge Ruhe. Hat wahrscheinlich was mit der Nacht zu tun, oder? Oder des Morgens, des Abends? Der quasi. Halte Wacht am Firmament. Während deines Vaters gülden Auge. Ach so, klar. Irgendein Stern wird es sein. Strander Falke. Irgend so ein Fixstern oder sowas. Horas. Horas-Scheibe oder so, ne? Wahrer Sohn. Wahrer Sohn Okuris? Okay, Horas ist der Sohn von Okuri. Adler, Rechtbringer, Ordnung, Herrschaft, Vokabus, oh Gott. Horas, Honor, Ehre, Recht, Ordnung, Garafan war König aller Greifen, Behüter der Niederung, gebe in Kraft, auf das sie des Herrn Gebote folgen. Garafan hat, Garafan, Greife, Garafan, die Niederen, oh Gott, Branibor, hoher Drache, Branibor, haben die auch als Antwort gehabt. Eisernen Flügelschlag, Schlaghüte, Gerechtigkeit, beim Geiste, Eiserner Flügelschlag, auch wieder Gerechtigkeit. Oh Gott. Also Garafan. Die Niederen, Branibor, Hoher Drache, Eiserner Flügelschlag mit Gerechtigkeit. Aber Gebote haben die doch alle. Horas, Sohn von Okuri. Macht am Firmament, gülden Auge. Also Okuri, Stern. Kann man sich nicht merken mit, weiß nicht, Centauri und so weiter. Alpha, Centauri, Horas. Rechtbringer, Ordnung haben die doch alle. Wahrer Sohn, Adler, Rechtbringer, gebe Ordnung, Herrschaft, was Chaos-Herrse, genau. Hirse-Chaos. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich glaube nicht, dass ich es gerafft habe oder wieder die Hälfte vergessen, aber wir versuchen es einfach mal. Seid ihr bereit? Für eine weitere Frage? Ja, stell die Frage. Wer ist der Beschützer der Sonnenscheibe? Ganz links. Huch, Doppelklick. Wer war's denn? Verdammt. Oh, shit. Wer ist der, über alle Greifen steht und die niederen Wesen beschützt? Barra mit F. Garafan. Genau, die niederen. Ihr habt die Tafel nicht gut studiert. Doch könnt ihr auch die nächste Frage beantworten? Ja, ganz klar. Ja, ich bin bereit. Wer wacht über die Nachtstunden, wenn das Götter... ist meine leichteste Aufgabe. Es ist Okuri, Alpha Centauri. Ich muss euch loben. Ihr liegt abermals richtig. Euch brauche ich nicht weiter zu prüfen. Stattdessen werde ich euch mein Gebet anschließen. Habt vielen Dank, Ehrwürdiger. Möge Breyer seine schützende Hand über euch halten. Wahnsinn, oder? Richtig gut. Können wir bestehlen? Folgt mir. Tatsache.
Oh. Und der Herr sprach, der Herr Praios, geben ist seliger denn nehmen. Also gib, wenn du hast. Okay, aber gib reichlich. Ja, der Rest kommt nicht mit, oder wie? Kein Bock heute. Ich kann wirklich nicht mehr klauen. Ich meine, requirieren. Ist ja für einen guten Zweck. Für Urifa. Nee. Für Recht und Ordnung. Wir müssen ja für Gleichgewicht in der Welt sorgen. Und das machen wir, indem wir den Reichen, die sich hier tagsüber rumdingsen können. Also die 6 hohen Drachen, die Heimat der Götter von Alveran einzogen, verblieben die 6 alten Drachen auf Dere. Dere, ne? Die Welt. Dere es genau eine gibt. So. Guten Tag. Wir sind nur von der. Wie war das noch? Von der Blabla-Behörde. Vermögensausgleichsbehörde, irgendwie sowas. Einkommensvermögens, irgendwie sowas. Lass das mal Vorgrim machen. Genau. Vorgrim wird es schon errichten. Ja, wollen wir nochmal bei den Nithebecks. Ne, nicht Nithebecks. Störebrands vorbeigucken. Ah, ich mag die Musik. Ja, doch, hier bin ich gerne in Ferdok. Ugdanhafen. Ugdandamm mit der alten Bank. Einer dem Hafenbecken vorgelagerten Insel. Gibt's auch übrigens in dem. Wie heißt das? Im Nachfolger, im Fluss der Zeit. Da gibt's sowas auch. So eine vorgelagerte Geschichte. Ist ja ganz klar. Hafen. Weil dann wahrscheinlich das Wasser auch ein bisschen ruhiger fließt oder so. Ich weiß es nicht. Guten Tag. Kommt später wieder. Gerade gibt es nichts zu tun. Tja. Jetzt bin ich tatsächlich mal ein bisschen überfragt. Der will nichts mit uns zu tun haben. Wo könnten wir hin? Grafenstadt? Aber die wollten doch in unserem Anwesen auf uns warten, oder habe ich mir das Ganze nur eingebildet? Wirre Geist. Wieso ist das noch offen? Kehre zum Hesinde-Tempel zurück. Oh. Na klar, der Hesinde-Tempel. Der Hesinde-Tempel ist es. Habe ich da vorgespeichert oder vor der Fragestunde? Sehr gut. Der Hesinde-Tempel, ja, selbstverständlich. Gesagt, der lad schon mal hin. Ja, 210. Nach Bausponswald sucht ein Riesenlindwurm Talon im Fürstentum Koschheim. Verwüstet den Ort fast vollständig. Mehr als 100 Jahre lang hauste das. Ach, wenn ich doch schneller lesen könnte. Oder wenn es langsamer laden würde. Wer hätte das gedacht, dass man sich sowas mal wünschen könnte. Aber so ist es. Man mag es kaum glauben. Aber hübsche Architektur. Muss ich immer wieder sagen. Richtig schön gemacht. Die eine Seite ist mal so schön dunkel, die andere ist mal hell, oder? Hier diese böse Wolke da im Südwesten. Naja, gut, dann wollen wir zum Hesinde-Tempel mal zumindest hinlatschen. Dann geht's hier das nächste Mal weiter. Und dann. Ja, wo ist die Streunerin? Ich weiß es nicht. Ah, das sind wieder die drei Assis. Wollen sie da Leute das Licht führen? Ich weiß auch ganz genau, wie der Hase läuft. Wo ist denn die gute Salina? Da würde ich auch mal gerne wieder Hallo sagen. Aber die ist auch nicht mehr da, ne? Wieso ist die nicht mehr da? Wir reden mal mit dem guten Hamlock. Der mag uns ja so gerne. Was wollt ihr noch von mir? Nichts. Ach, mit dem kann man noch nicht mal mehr reden. Dann haben wir es ja echt geschafft. Hm. Und wann geht sie eigentlich mal ab? Sind die Vorbereitungen jetzt nicht endlich mal abgeschlossen? Hier können wir auf die Pauke hauen. Aber ich würde sagen, wir hauen das nächste Mal auf die Pauke, wenn es wieder heißt. Drakensang. Genau so hieß das Spiel doch gleich. Ah. Na, abgelenkt. So, so. Sie haben da eine Fliege. Zack. Zwei alte Brötchen. Perfekt. Können wir wieder zwei leckere Frühstückchen draus machen. Zaubern. Auf die erste Seite, zack. Und so ist fein. Zwei Stück brauchen wir für ein Brötchen. Komm, wir machen nochmal Frühstück. Ich reiz es aber auch wirklich aus manchmal, ne? Wirken Schwachsinn. Finde ich immer Zeit. Einfach nur, um nicht aufhören zu müssen. Naja, macht ja Spaß. Von daher, alles gut. Schätze ich mal. Genau, wir haben zwei alte Brötchen. Zack. Und schon ist ein neues Frühstück bereitet. Alle mal hergehört. Ah. Ich nehme die Sache in die Hand.
Meint ihr? Ja, ich glaube, sie meint das ernst. Rüstung, was ist das? Murmeln. Komm da mal runter. Säbel. Genau. Kann ich eigentlich verkaufen, das Entermesser, weil den Schrott braucht jetzt keiner mehr. Ja. Waffen. Schmiedehammer. Nein, Streitkolben. Habe auch nichts Besseres gefunden, aber ist ja ganz nett. 1W4. Das bin ich. Das bist du. Verfahrerrapier, natürlich super. Ich wollte doch... Achso, habe ich gemacht. Frühstück ist fertig. So, da geht es das nächste Mal weiter. Ja, ich würde sagen, das war super spannend. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir die Gwendala nicht mitnehmen. Erstmal, weil brauchen wir nicht. Da haben wir alle anderen Sachen schon abgedeckt. Und da sich beißt mit der Chefin, mit der Lara, ja, Lara Mansur Sunni, die ist diejenige, die ihr Feuervieh zaubert. Ist auf jeden Fall auch wahrscheinlich besser als das Wölfchen, das die andere hat. Aber zusammen wäre es natürlich super. Platz hätten wir ja, aber das Spiel sagt nein. Dann sage ich nein zu Gwendala, weil mehr als ein bisschen Bogenschießen kann die auch nicht. Deswegen, ne, das brauchen wir nicht. Ja, dann geht es das nächste Mal weiter mit Meister Rakorum oder Rakorium. Ach genau, die Drachenquest ist ja abgeschlossen. Das wird auch super. Dann kriegen wir die nächste Aufgabe. Wo die uns wohl hinführen mag, ich weiß es nicht. Mir schweben Dinge im Kopf, wie zum Beispiel irgendeine Hexen gegen irgendwelche Rittersleut-Mappe. Könnte mich aber auch irren. Oder irgendein Sturm auf eine Festung oder sowas. Oder so eine güldene Stadt, wo man sehr viel laufen muss. Ich weiß es alles nicht mehr. Man wird sehen, was als nächstes kommt. Ja, ich hoffe, es ist weiterhin spannend. Ich finde es nämlich ganz gut. Mir macht das immer noch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Pause von 2 Jahren hat, glaube ich, ganz gut getan. So ein bisschen, ja, Lust wieder das Spiel zu machen. Endlich mal wieder richtig schöne, ja, schönes, so ein schönes Party-Rollenspiel, wo man mit mehreren Leuten was machen kann, wo man sehr viel investieren kann in Charaktere, wo ich nicht einfach nur 3 Level hochklicken muss, sondern wirklich mal wirklich Zeit investieren muss für den Charakter. Naja, man wird sehen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt und sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.